Hi Leute, herzlich willkommen bei Teasy 2. Ja, Freunde, schon lang kam hier auf dem Kanal nichts mehr übers Haus. Ihr habt ja bei Instagram abgestimmt und gesagt, so, ja, wir wollen auf jeden Fall mal wieder was sehen. Und jetzt aktuell ist auch ein guter Zeitpunkt, weil, ihr wisst ja noch aus früheren Vlogs, war immer so, ja, die Seite hier am Haus immer ziemlich leer. Aber da war natürlich der Platz vorgesehen für die Garage und in der stehe ich jetzt auch, weil die wurde angeliefert. Und ja, das ist eine Zapf-Fertiggarage. Ja, konnte irgendwie mir gar nichts anderes aussuchen, weil das hier irgendwie schon perfekt für diese Garage und der Auftrag alles schon angelegt war. Und ja, Freunde, genau, da kann ich euch auch mal zeigen, wie das ganze Ding angeliefert wurde. Ja, war irgendwie, keine Ahnung, die kam morgens um 8 Uhr. Ja, ihr seht es ein bisschen im Hintergrund, die Kamera hat es ein bisschen aufgenommen, ich habe ein paar Aufnahmen gemacht. Und ja, haben das Ding mit dem, ich dachte eigentlich mit dem Kran, ja, haben die gesagt, wollen sie das hinstellen. Aber ich hatte Glück. Ich bin der Einzige aus dieser Straße, wo die einfach mit diesem LKW, den ihr auch seht, hinfahren konnten und die Garage einfach in einem Schritt dorthin stellen. Sieht auf jeden Fall krass aus, wenn da so ein LKW kommt, wo einfach eine komplette fertige Garage draufsteht und die wird dann hier draufgestellt. Sieht auf jeden Fall krass aus, aber wie gesagt, hatte auch Glück, weil so ein Kran oder sowas hätte nochmal 1000 Euro extra gekostet. Und ich sag mal, so eine Garage ist auch nicht gerade günstig. Ich glaube, diese Garage hier hat jetzt 8400 oder sowas gekostet, ne? Ja, 8400 so rum ist auf jeden Fall ein stolzer Preis für eine Garage. Oder, keine Ahnung, ich glaube, andere Garagen kosten auch so viel. Habe mich da jetzt auch nicht so groß irgendwie erkundigt, was eine andere Garage kostet. Aber ich glaube, ist auf jeden Fall ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ja, hat auf jeden Fall alles gut geklappt. Können wir auch mal ganz kurz hier noch hingehen. Kann ich euch mal kurz hier zeigen. Ja, Freunde, ihr seht das auch noch ein bisschen. Mein Vater hat nämlich gesagt, bevor wir die Garage hier draufstellen, ja, sollen wir alles noch ein bisschen mit Kies ausschütten, weil unten drunter, ja, ist ja irgendwie ein Hohlraum. Da die Garage auf so Streifenfundamenten steht, sieht man vielleicht auch noch hinten. So, genau, hier seht ihr es. Und zwar steht die Garage hier auf zwei von diesen Streifenfundamenten. Genau, Freunde, in der Mitte ist einfach Hohlraum und ja, sah halt nicht so schön aus, weil da einfach der komplette Dreck irgendwie drin gelegen hat. Und deswegen habe ich das dann, ja, habe ich das mit meinem Papa noch mit Kies ausgefüllt, dass da irgendwie ein bisschen was darunter ist, ja. Und genau, dann wird die Garage einfach da drauf gestellt. Ich würde auch sagen, wir können mal kurz das Auto rausfahren. Also man muss sagen, breit ist sie definitiv. Oder auch mal so von vorne, Freunde. Also man hat rechts und links noch relativ gut Platz. Eigentlich lang ist sie auch. Ich glaube, die ist knapp 3 Meter breit und 5,72 lang. Also ihr seht, kann man auf jeden Fall schön was unterstellen. Ihr seht auch, da hinten aktuell ist noch so ein bisschen ja, Abstellraum. Ja. So, ich habe die Kartons vergessen zum Beispiel rauszustellen. Und dann wurden die über die Feiertage nicht mal abgeholt. Deswegen habe ich die ganzen Kartons jetzt hier gelagert, paar Getränke. Aber ich habe auch wirklich, ehrlich gesagt, in der Garage noch nicht so viel gemacht, weil ja, ziemlich kalt, ja, muss man sagen, aktuell. Deswegen, ja, steht hier nur das Auto drin. Hier soll vielleicht noch so ein Regal hinkommen, aber ich würde sagen, wir fahren erstmal das Auto raus. Und ja, dann können wir uns hier die Garage noch ein bisschen genauer angucken. So, Freunde, ich würde sagen, wir fangen mal vorne an. Hier steht auf jeden Fall noch ein bisschen Müll, was in den Mülleimer sollt. Und ja, genau, dann haben wir hier die Anschlussdose. Da kam das Hauptkabel rein, drin vom Verteilerkasten für den kompletten Strom. Dann hat man hier noch zwei Steckdosen am Start, ja, für ein bisschen Strom. Dann hat man hier eine Bewegungsmelderlampe, die aber auch natürlich nur abends angeht. Aber auch nicht schlecht, dann sieht man wenigstens was drin. Dann hier noch eine Tür für hinten rauszugehen, die aufgeschlossen ist, wo man dann hier in den Garten kommt. Da muss ich mir noch überlegen, was man hier irgendwie macht. Ich will es eigentlich hier ein bisschen so betonieren oder halt ja pflastern. Hier oben ein bisschen Dach drüber machen, dass man mal hier an dieser Eingangstür, da, ja, dieser Terrassentür hier auch noch rein und raus kann, dass man da ein bisschen was unterstellen kann, vielleicht einen Grill oder sonst irgendwas. Und genau, Freunde, dann haben wir hier die Wand. Da habe ich gesehen, da gibt es auch von Zapf extra so ein Regalsystem, dass man eine Leiter oder halt, keine Ahnung, so ein bisschen Werkzeug dranhängen kann. Weil aktuell sieht es eher aus wie eine Rumpelkammer hier drin. Und ansonsten, ja, Freunde, genau, hier haben wir noch einen Garagenmotor. Soll angeblich von Hörmann sein, aber hier steht jetzt Zapf, die Garage drauf, wird wahrscheinlich von denen so ein System sein. Oder halt irgendwie in Kooperation. Und dann kannst du natürlich hier die, ja, das Tor vorne elektrisch zufahren. Ich habe hier auch den Taster dabei. Kleiner Moment. So, drücken wir mal hier drauf. Setter geht's Licht an und die Garage fährt zu.
komm Bruder, fahr runter. So Freunde, und dann ja, bin ich hier komplett allein. Ah, guck mal, jetzt geht hier auch die Lampe an. Also perfekt, Freunde, perfekt. Ja, Jungs, ich habe auch das ganze Video komplett mit dem iPhone mal gefilmt. Ja, mit dem neuen iPhone 11 Pro Max. Ja. Und mal gespannt, wie die Qualität hier ist eigentlich. Sieht eigentlich mal top aus. Ich hoffe, es wackelt nicht so. Garagentor mal wieder auf. Aber ich muss sagen, ja, wenn man nochmal von außen jetzt gleich guckt, kann ich die Kamera nochmal drehen, sieht das Haus jetzt auf jeden Fall ein bisschen vollständiger aus. Zumal denken die ganzen Leute hier, weil ich mit dem Handy in der Hand in der Garage stehe und irgendwas filme, denken, ich bin komplett bescheuert. Ja. Aber ich muss sagen, ja, sieht auf jeden Fall besser aus. Jetzt muss natürlich noch hier vorne alles gepflastert werden. Kann ich euch auch gleich nochmal zeigen, dass du dann halt auch gescheit reinfahren kannst und diese Bretter da wegkommen. Genau, Freunde, hier muss jetzt alles noch gepflastert werden, ne, hier außen rum, dass man dann hier gescheit reinfahren kann, auch hier, dass man dann auch mal die Mülleimer gescheit hier hinstellen kann. Aber ich muss sagen, sieht auf jeden Fall schon, ja, auf jeden Fall gut aus hier, wenn man sich das so anguckt. Klar, ja, hier Mülleimer, schön, ne? Die vergesse ich immer rauszuschmeißen. Aber ansonsten, ja, denke ich, ist auf jeden Fall top. So, ich kann euch noch zeigen, wie die Garage von hinten aussieht. Ja, irgendwie backt gerade komplett die Aufnahme hier. Aber hier eine schöne Tür. Als die Garage kam, dachte ich so, wie sieht denn die aus? Die Tür ist voll am Arsch. Aber das Ding war komplett dreckig von hinten, weil es halt auf dem LKW stand und dort abgeliefert wurde. Ja, Freunde, wie gesagt, da denke ich, bin ich auch schon raus. Ne? Ihr könnt, wie gesagt, gerne mal reinschreiben, was man vielleicht noch hier machen sollte. Also ich würde es ja, wie gesagt, hier pflastern und ein bisschen überdachen, dass man halt da schön im Trockenen steht. Aber Jungs, wie gesagt, ja, kommen jetzt demnächst auch wieder ein paar mehr Videos. Wie gesagt, Gaming Room hat sich einiges geändert, im Haus hat sich so ein bisschen was geändert, wo ich euch auf jeden Fall zeigen könnte, wenn ihr Bock drauf habt. Deswegen lasst ihr auch ein Däumchen nach oben da. Und ja, dann würde ich sagen, bin ich hier auch schon raus. Und ja, bin glücklich mit meiner Garage jetzt gerade, wo es eh so kalt ist und das Auto eigentlich komplett gefroren ist morgens, wenn wir uns im Team oder im Büro treffen oder sonst irgendwas und du dann noch morgens kratzen musst. Weil mein Sonnentrick, sage ich mal, in letzter Zeit, wenn die Sonne nicht da ist, ist schon belastend. Und deswegen habe ich jetzt eine Garage und muss es nicht mal machen. Aber ich würde sagen, Freunde, wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Däumchen nach oben da, lasst ein Abo da, haut rein. Ciao, ciao.